Assalamu alaikum, hallo und herzlich willkommen zum Libyen-Widerstandsbericht für den 11. und 12. Oktober 2011. Brüssel, Ottawa, Tripoli. Die NATO sei überrascht vom hartnäckigen Widerstand des libyschen Volkes gegen die NATO-Invasion, so Colonel Roland Lavoie aus Kanada. Im orwellschen Sprachgebrauch der faschistischen Terrororganisation NATO steht pro Gaddafi für libysches Volk. Diese Äußerungen des kanadischen Militärs erfolgten, nachdem Sirte in den vergangenen Tagen mehrere massive Angriffe der NATO-Raten des NPC unter dem Schutz von NATO-Flächenbombardements auf die Stadt zurückschlagen konnte. Dies führte zur de facto Kapitulation des zivilbereuenden Teils der Rattenhorden am 10. Oktober und ihrem Rückzug. Die Äußerungen aus NATO-Kreisen, die ein Scheitern des Libyen-Feldzugs andeuten, mehren sich. In der Vergangenheit kam es sogar schon zu Fällen von Befehlsverweigerung. Französische und kanadische Piloten verweigerten die Bombardierung ziviler Ziele, die die militärische Führung der NATO angeordnet hatte. Auch ein Ende des Okkupationsversuchs ist im Gespräch. Die Free Libyan Youth bringt auf ihrer Facebook-Seite weitere Beweise für die Präsenz europäischer Söldner auf libyschem Boden, die für die NATO und die NTC-Raten kämpfen. Der britische Pilot Julian Mannion befindet sich noch immer in libyscher Gefangenschaft. Großbritannien verweigert Verhandlungen über einen Austausch. Die NATO hat sogar einen Gefangenentransport mit westlichen Kriegsgefangenen bombardiert. Sowohl die NATO-Staaten als auch alle anderen beteiligten Staaten, wie etwa die Golfmonarchien, verweigern jegliche Stellungnahme über den Verlust auf libyschem Boden. Der Nazi Terrorist Council NTC von Libyen erkennt die NTCs von Syrien und Algerien an, die im Dienste der NATO dort Wühltätigkeit und Terrorismus gegen Regierung und Bevölkerung dieser Länder betreiben. Die Botschaften beider Länder in Tripoli wurden zerstört. Kämpfe innerhalb verschiedener NTC-Fraktionen nehmen weiter an Schärfe zu. In Misrata, Benghazi und Tripolis bekämpfen sich die Ratten gegenseitig im Wettlauf um Posten, Geld und Waffenbestände. Tripolis. Die Ratten plündern die Kulturschätze des libyschen Volkes. Das Museum von Tripoli ist komplett geplündert worden. Nichts ist mehr im ursprünglichen Bestand vorhanden. Seit vorgestern Abend toben schwere Kämpfe in verschiedenen Stadtteilen der libyschen Hauptstadt. NATO-Helikopter unterstützen die NTC-Ratten von der Luft aus, die von bewaffneten Einwohnern angegriffen und bedrängt werden. Libyer, die nahe Angehörige verloren haben, greifen immer öfter zu Selbstmordaktionen. Am 11. Oktober sprengte sich ein libyscher Patriot in einer Gruppe von Ratten auf dem grünen Platz in die Luft. Der grüne Platz ist immer wieder Schauplatz von Kampfhandlungen gewesen in den vergangenen Tagen. Benghazi. Bewaffnete Zusammenstöße im Herz der NATO-gesteuerten Konterrevolution. Libysche Patrioten und NATO-NTC-Ratten liefern sich Gefechte um Abu Kamesh, Kemash und Ragdalin. Sirte. Dem Widerstand in Sirte gelang es, die verbliebenen Belagerer mehrmals in Hinterhalte zu locken. Bei den Angriffen am 11. Oktober wurden die Al-Qaida-Ratten der NATO und anderen in Gebäude gelockt, die dann von den Verteidigern gesprengt wurden. Mindestens 370 Ratten wurden dabei beseitigt und an die 1000 verwundet. Die Brigade der Märtyrer des 17. Februar aus NATO-Söldnern aus Benghazi wurde in den vergangenen Tagen von den Verteidigern komplett ausradiert. Drei hochrangige Kommandeure fanden den Tod, darunter Issa Ashraf Asus Barish, der von patriotischen Scharfschützen mitsamt einer Gruppe von Bodyguards eliminiert wurde. Die libyschen Verteidigungskräfte konnten 16 britische SAS-Ratten gefangen nehmen und 44 weitere in den Kämpfen eliminieren. Die angreifende Streitmacht umfasste ca. 4000 Ratten mit 200 Mörsern, 30 FPKs, 244 Fahrzeugen mit Vierradantrieb, 50 Panzer und 120 bis 150 schwere Waffen. Bin Djawad. NATO-Niederlage in der strategisch wichtigen Kleinstadt Bin Djawad. Den grünen Widerstandskämpfern gelang es, die kürzlich befreite Stadt vor einem NATO-Angriff mit NATO-Unterstützung zu verteidigen. Bani Walid. Etwa 60 Ratten wurden eliminiert bei dem Versuch, auf den Flughafen von Bani Walid vorzurücken. Laut NAH News starben in den vergangenen Wochen ca. 500 Ratten bei dem Versuch, die Stadt einzunehmen.
Misrata, gegen Offensive der libyschen Streitkräfte zur Befreiung der Stadt von den NATO-Ratten hat begonnen. Saba, der libysche Widerstand beschoss einen Trupp angreifender Ratten mit einer Skat-Rakete. Mindestens 15 NATO-Söldner starben. Das waren die Meldungen für gestern und heute. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. ولا نقول الاحباب